was es mit dem Staking-Angebot von Bison auf sich hat, vor welchen regulatorischen Herausforderungen Crypto-Broker zukünftig stehen und was passieren muss, damit wieder mehr Retail-Anleger in den Kryptosektor strömen, ist unter anderem Thema im heutigen BTC Echo Experts Interview. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo, und als Gast habe ich dafür niemand Geringeren als den CEO und Co-Founder von Bison, Dr. Uli Spankowski, eingeladen. Auch über Bison hinaus ist er für das Kryptoangebot der Börse Stuttgart Digital mit verantwortlich und kann daher Rede und Antwort zu den Kryptoplänen des seit über 150 Jahren agierenden Börsenunternehmens stehen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Hallo Uli, freut mich, dass wir beide mal auch die Zeit wieder gefunden haben, miteinander zu sprechen. Und natürlich ist meine erste Frage an dich: Wie ergeht es dir in dieser Marktphase? Ist die Stimmung auch so positiv wie bei mir? Hallo Sven und vielen Dank für die Einladung. Ja, die Stimmung, die ist positiv. Ich bin sehr, sehr happy gerade mit der Marktentwicklung und wo es hingeht und vor allem das, was ich am Anfang des Jahres gesagt habe, dass ich ab Oktober einen stärkeren Aufwind mir erhoffe, jetzt auch so wirklich eingetreten ist und der Markt gerade Stück für Stück in die richtige Richtung läuft, für mich zumindest. Glaubst du auch, dass es wieder auch mal neue Retail-Anleger sind? Ich glaube, viele in den letzten Monaten war ja schon auch sehr bestimmt von den Veteranen wie uns sozusagen, die immer schon im Markt waren. War ja auch echt zäh die letzten Monate. Und jetzt ist so die Hoffnung wieder so ein bisschen da, dass auch mal wieder neues Publikum oder neue Investoren reinkommen. Glaubst du, dass das jetzt der Wendepunkt ist? Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass das weder an dir noch an mir oder an vielen Retailern gerade liegt, was passiert, sondern was wir über die letzten Monate ja gesehen haben, ist, dass mehr und mehr der institutionelle Handel und das institutionelle Interesse im Kryptomarkt zunimmt. Und ich glaube auch, dass die jüngsten Kurssprünge nach oben hauptsächlich auf der Insti-Seite ausgelöst sind. Was jetzt natürlich zu deiner Frage kommt, dazu beiträgt, dass sich viele, die sich noch nicht mit Krypto beschäftigt haben, dann doch jetzt auch mit dieser Asset-Klasse auseinandersetzen. Zum einen haben sie sich vielleicht in der Vergangenheit nicht damit beschäftigt, weil sie dachten, das wird nie wieder was nach dem zweijährigen oder fast zweijährigen Bärenmarkt oder eben, dass sie davor überhaupt noch keinen Kontakt haben. Das heißt, ich glaube, wir haben sehr viele junge, neue Kundinnen und Kunden, die reinkommen und gleichzeitig aber auch vielleicht sogar einen Tick ältere Kundschaft, die Skepsis abgelegt hat, was durchaus auch an herrschender Regulatorik in Europa herrscht, also vorherrscht, und dass für die Leute das einfach jetzt auch in den Medien ja präsenter ist. Krypto ist nicht mehr wie vor 5, 7, 10 Jahren aus der Shady-Ecke kommend, Glücksspiel Terrorismusfinanzierung und was weiß ich was, sondern es ist eine Asset-Klasse geworden, die zu den Portfolien gehört. Und ich glaube, viele machen sich wirklich Gedanken, zumindest einen Teil ihrer Portfolien auch in Krypto zu allokieren, ja. Ja, wir können es ja auch bei BTC Echo beobachten, dass die Demografie diverser wird einfach. Das war vor 5 Jahren, sah es noch anders aus. Das ist sehr positiv. Und was ich jetzt gerade merke, so ganz langsam wieder, es kommen ja so Anfragen aus dem Freundes- und Familienkreis wieder, die auf einmal doch Interesse an Krypto haben. Also das ist so das erste Zeichen, dass es dann doch langsam eben kommen könnte mit dem Retail. Aber wir sind noch ganz früh. Das würde mich interessieren. Ist das auch so? Ich habe bei meinem Freundes- und Familienkreis tatsächlich das Gefühl, das, und da muss ich mir jetzt wirklich Gedanken machen, ob das an mir liegt oder, aber ich habe wirklich das Gefühl, die sind am langsamsten in der Adaption da reinzugehen, obwohl sie doch genau wissen, was ich mache und ich da auch nicht mit meiner Meinung hinterm Berg halte. Ist das bei dir ähnlich oder? Ja, unterschiedlich, ne? Aber man merkt schon irgendwie, jetzt die letzten Monate war das jetzt gar nicht der Fall, da habe ich solche Anfragen gar nicht bekommen irgendwie, und jetzt merkt man es doch häufiger mal wieder und ist jetzt schon spannend oder lohnt sich das noch einzusteigen? Natürlich so die Klassikerfrage, auch Bitcoin dann oder was anderes, und das ist so für mich, weil es ist so schwierig, wir arbeiten das, wir machen das ja hauptberuflich, diesen Job, und da kann man es teilweise gar nicht mehr verstehen, was daran jetzt so die Fragen sind, die Leute haben, und ja natürlich, dann ist Bitcoin toll irgendwie noch und wahrscheinlich macht es auch noch Sinn einzusteigen und jetzt eine Anlageempfehlung hier auszusprechen, aber
diese Fragen haben die Leute immer, immer wieder. Die muss man auch immer wieder abholen. Das ist, glaube ich, für euch eine Herausforderung. Das ist für uns natürlich vor allem auch redaktionell eine Herausforderung, das zu tun, ohne jetzt, die schon länger dabei sind, zu langweilen. Das alle schon wissen. Also es ist immer ein Spagat, den man da, glaube ich, machen muss. Absolut. Wird auch nicht jede Woche die neueste Innovation erfunden. Ne? Nee. Apropos Innovation. Staking ist ja auch eigentlich eine Innovation, kann man sagen. Ihr habt da schon lange dran gearbeitet. Das letzte Mal war es noch in Planung, als wir gesprochen hatten. Jetzt ist das live, auch eben ja für uns Kunden, für Bison-Kunden live. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu erzählen, was waren so vielleicht die Herausforderungen, das zu machen? Das ist ja schon ein komplexes neues Produkt, was ihr da eingeführt habt. Ja, deine Erfahrung damit. Genau, also wir sind tatsächlich schon eine ganze Weile dran, also ein bisschen über ein Jahr jetzt, dass wir die Infrastruktur und alles aufgebaut haben. Und gutes Staking an sich ist tatsächlich ein Feature, das viele unserer Kundinnen und Kunden schon seit einer geraumen Zeit eigentlich wollten. Also am Ende ist es ja eine Möglichkeit, wenn du jetzt eher langfristig an die Kurssteigerung glaubst, passiv noch Einkommen zusätzlich über den Yield der Kryptowährung zu generieren. Wir haben das jetzt erstmal angefangen mit Ethereum aufzusetzen. Und was ist für uns die Herausforderung? Ich glaube, bei Bison, bei der Bison-App im Krypto-Umfeld ist uns ein Thema schon enorm wichtig, und das ist die einfache Handhabbarkeit und gleichzeitig aber auch die Sicherheit, das für unsere Kunden sauber darzustellen. Und das Staking-Angebot, das wir jetzt für die Kundinnen und Kunden gebaut haben, ist jetzt für alle verfügbar. Seit letzter Woche haben wir es komplett an alle Nutzer ausgerollt. Wir haben das so in Stages gemacht. Und am Ende ist es eine sehr sichere und einfache Möglichkeit, eben seine Ether auch in Staking zu geben. Von der ersten Minute an bekomme ich die Staking Rewards, die eben protokollabhängig sind. So viel, was das Ether-Protokoll eben an Staking Rewards abgibt, das bekommt man dann entsprechend auch. Und ich glaube, so der innovative Kniff an der ganzen Sache ist ja, also es handelt sich um richtiges Staking der eigenen Coins. Und das bedeutet wirklich, die Coins sind und bleiben treuhänderisch in der Verwahrgesellschaft, werden auch nirgendwo hingeschoben und können eben von der ersten Minute an dann auch für den Kunden gestaked werden. Man braucht also nicht jetzt irgendwie erstmal 32 ETH sich aufbauen, dass man dann irgendwie mit teilnehmen kann, und ist dann direkt ab Tag 1 drin und bekommt dann wöchentlich seine Staking Rewards daraus. Das Ganze ist sehr innovativ von uns durch eine Versicherung gegen Slashing abgedeckt, die wir nicht mit irgendeiner Versicherung gemacht haben, sondern mit dem weltgrößten Rückversicherer Munich Re, die extra mit uns auch diese Versicherung sozusagen entworfen haben für das Angebot. Das heißt, ich habe in dem Fall keine Slashing-Risiken, falls dann doch irgendwas mal mit den Validatoren passieren sollte. Das muss ja noch nicht mal beabsichtigt sein, dass irgendwas schief geht mit den Validatoren. Ist zwar ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dass da was passiert, aber selbst im Falle dessen wäre es dann auch durch uns versichert. Und ja, ist eine runde Lösung. Tatsächlich handelt es sich auch nicht um irgendwie Liquid Staking und ich bekomme dann Coins von irgendwelchen anderen zurück und habe irgendwelche Counterparty-Risiken in der Zeit. Also ist wirklich, Coins bleiben in der Verwahrung liegen, werden gestaked. Das einzige, in Anführungszeichen, Risiko, das ich habe, ist natürlich die vom Protokoll vorgegebene Zeit des Endstakings. Also ich muss halt so lange warten, wenn ich nicht mehr die Coins staken möchte und die wieder verkaufen, irgendwo anders hin transferieren möchte, dann muss ich eben die protokollseitig vorgegebene Zeit abwarten, bis die wieder in meiner Verwahrung, in meinem Wallet sind, dass ich die weiter transferieren kann. Ja. Kennt man ja auch vom Festgeld von der Sparkasse. Im Zweifel, wenn man ein bisschen besseren Zinsen haben möchte, muss man es ja auch länger festschreiben. Kleines bisschen kann man sich das auch so vorstellen. Die Zinsen sind aber wahrscheinlich besser beim Staking. Also ich habe jetzt gar nicht mehr die Höhe im Kopf ungefähr, was man so mit Ether-Staking machen kann. Das ist auf jeden Fall besser als das Sparbuch, denke ich mal. 3,7 oder 3,8%. 3,7, 3,8. Ist eigentlich ganz spannend. Oder wenn wir jetzt ganz so das Leitzinsniveau anschauen, so, dann haben wir halt ähnliches. Staatsanleihen, je nachdem welche wir nehmen, sind gleich oder schlechter, eher zum Teil auch noch verzinst. Ist das nicht eigentlich ganz positiv, wenn jetzt die Zinsen fallen, dass dann eigentlich dieser Yield, den ich darauf erhalte, relativ zu Staatsanleihen zum Beispiel,
tendenziell besser wird? Also absolut, und du hast vor allem ja noch eine andere Option mit drin. Also du bekommst ja nicht deine Zinsen, ich nenne es jetzt einfach Zinsen, auch wenn wir wissen, das sind keine. Das nicht, streng genommen nicht, aber ja. Streng genommen nicht, ja. Dass du eben deine Rewards / Zinsen nicht in Fiat, also in Euros rausbekommst, sondern das sind ja tatsächlich Ether. Und dann, ich nenne es mal, kommen die halt mit einer Option. Und die Option kann eben die sein, die gerade eintritt, dass du einen Anstieg um 10%, 20%, 30% in Ether hast im Vergleich zum Euro. Und da hast du halt noch einen Kicker. Jetzt wissen wir beide, eine Option kann immer zwei Seiten haben, eine nach oben, eine nach unten. Das kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Gerade läuft es schön nach oben. Und wenn der Markt so, sag ich mal, weiterläuft oder laufen sollte und man sowieso von der Asset-Klasse überzeugt ist, dann ist es auf jeden Fall eine extrem interessante Möglichkeit, zusätzlich zu seinen Holdings noch irgendwie ein passives Einkommen mit dazu zu generieren. Ja, ich denke auch grundsätzlich wird es in der Vermögensverwaltung das Produkt Staking, glaube ich, auch viele Anlegergruppen überzeugen können, die da eher kritisch waren, weil das ja immer das Argument ist, Bitcoin oder Kryptowährung machen ja keinen Sinn, weil da habe ich ja keinen Ertrag raus. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt irgendwie, den man hat. So ein bisschen wie bei Gold. Auch Gold wirft halt keine Zinsen ab. Man aber argumentieren kann, okay, im Grunde genommen habe ich da schon so etwas wie Zinsen. Klar, manche andere sagen, braucht man auch, damit es nicht weiter verwässert vom Gesamtsupply. Aber insgesamt denke ich dennoch, ist es ja eine spannende, zur Diversifikation kann man auch sagen, gehört es vielleicht mit dazu. Und, absolut. Und selbst wenn du jetzt nicht irgendwie im Staking mitmachen möchtest, hast du mit Kryptowährungen, mit Ether und anderen immer noch die Möglichkeit, also im DeFi-Bereich natürlich auch was damit zu machen und beispielsweise in den dezentralen Börsen irgendwie Market-Making zu betreiben, zu verleihen etc. pp. Also das kannst du halt mit Kryptowährungen machen. Das ist mit Wertpapieren oder anderen Sachen wird es schwieriger. Mhm. Ein großes Thema, was uns auch alle betrifft, ist ja im kommenden Jahr die Milka. Gut, Deutschland ist so ein Sonderfall, da wissen wir gerade gar nicht, ob die überhaupt eingesetzt werden kann, je nachdem, welche Gesetze durchgehen. Aber wie schaust du denn da drauf, auf das Regelwerk? Also du kannst auch auf Deutschland gerne beziehen, weil es bei uns eine Sondersache ist, wir noch gar nicht wissen, ob wir sie haben werden. Dann. Das hast du mich nur von meinem Hoch und von meiner guten Stimmung, holst du mich gerade irgendwie wieder richtig runter, da wäre ich eigentlich schon fast traurig. Ich kann es gar nicht anders sagen, es ist wirklich traurig, was hier gerade passiert in Deutschland und ich finde es auch ja, extrem schwierig, wie unverantwortlich hier man mit dem Land und der Zukunft des Landes umgeht, wenn es gerade um so wichtige Sachen geht, wie den Standort Europa, den Standort Deutschland gut zu positionieren. Jetzt war doch Deutschland maßgeblich dran mit beteiligt, diese MiCA-Verordnung, also Market in Crypto Assets-Verordnung, voranzubringen. Ganz viele Teile dieser Verordnung kommen aus Deutschland. Große Teile kommen aus der Kryptoverwahrung und der Verwahrlizenz, die wir in Deutschland seit 2020 schon haben. Jetzt haben wir so diesen Weg für die MiCA mitgestaltet und jetzt kurz vor Schluss, es ist ja so, dass diese MiCA in nationale Gesetzgebung überführt werden muss, dass man sie auch dann entsprechend per Lizenz verleihen kann. Jetzt war unter uns, wir erfüllen diese ganzen MiCA-Anforderungen schon seit langem. Anträge und alles sind auch alles eingereicht bei der BaFin, nur die Kolleginnen und Kollegen dort, die können ja gar nichts machen, wenn sie nicht dieses Gesetz zur Verfügung haben, uns diese MiCA-Lizenz oder auch anderen in Deutschland ansässigen Krypto-Anbietern diese Lizenz zu geben, weil wir dieses Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz nicht verabschieden können, weil unsere Regierung einfach sich selber verabschiedet und es bis dahin nicht hingekriegt hat. Und ich finde das wirklich, also es regt wieder auf. Ich glaube, wir haben noch 3 Wochen oder so Hoffnung, es kann auch im November passieren. Wenn es da nicht passiert, haben wir erstmal noch viele Monate, die wir wahrscheinlich warten müssen. Das muss passieren. Wir haben da einen massiven Standortnachteil auch für Deutschland. Ja? Also ja. Jeder Anbieter aus Deutschland raus, der im Bereich Krypto mit Lizenz ein Geschäft betreibt, der ist dann einfach benachteiligt, weil in kein anderes Land gegangen werden kann. Gleichzeitig die anderen europäischen Länder, die diese nationale Gesetzgebung schon fertig haben. Dort kann man dann die MiCA-Lizenz bekommen und dann nach Deutschland rein Passporten und seine Services hier anbieten. Das heißt, es ist eine ganz krasse Marktverzerrung, die hier
politisch induziert stattfindet und das, ja, das ist super ärgerlich. Also das, so, aber zu deiner Frage, die Mika an sich finde ich super. Ich finde super, dass sie kommt, wenn sie kommt, und dass die Rahmenbedingungen einfach klar sind, auch jetzt, auch wenn es vielleicht nicht einfach wird, auch im Rahmen der Mika ist ja die Travel Rule oder Transfer Fund Regulation, die die Jahresende dann live geht. Auch das ist gut, dass klare Rahmenbedingungen da sind, wie man mit dem Transfer von Kryptowerten umgehen wird. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel auch nach wie vor als Vorteil in Europa im Vergleich zu den USA. Jetzt haben wir dort halt diesen riesen Hype rund um Trump und was er alles verspricht oder versprochen hat. Muss man auch mal schauen, was da kommt. Ich hoffe nur wirklich, dass der liberale Ansatz, den der dort ja verfolgt, schon trotzdem noch auch gewisse regulatorische Vorgaben bringen wird, weil wenn du alles nur Wild Wild Western Style machen lässt, das hat man an FTX gesehen, wenn keine klaren Regeln da sind. Mika finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Ja, aber was sind so denn vielleicht auch Bauchschmerzen regulatorisch, weil es sind ja auch hohe Herausforderungen zum Teil, die man meistern muss. Es schränkt einen auch ja ein zum Teil, eine Mika. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht ist eher schwierig daran oder was könnte auch weg? Ach, was weg könnte, das sieht man am besten, wenn dann alles mal in der Praxis umgesetzt wird, weil jetzt werden Gesetze nicht immer in der puren Praxis erstellt, sondern halt auch davor zwar lang durchdacht, aber nicht alles macht total viel Sinn. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon sagen kann, ob das alles genauso kommen muss oder nicht. Auf eine Sache, die können wir uns auf jeden Fall schon einstellen, dass sich für die Kunden und für die Kundinnen von Krypto-Anbietern bestimmte Veränderungen einfach ergeben werden, jetzt auch bei der Travel Rule. Wenn du das jetzt nimmst als Beispiel, dann ist es eben so, dass du künftig, falls du Beträge über 1.000 Euro auf dein eigenes Wallet, ein unhosted Wallet sozusagen, überträgst, dann musst du den Nachweis bringen, dass das deins ist. Das heißt, ich habe dadurch einfach einen höheren Aufwand als Kunde, als Privatkunde und muss über einen Satoshi-Test oder sonst wie nachweisen, dass das meine Wallet ist. Und auf uns, auf die Anbieter, Crypto Asset Service Provider, kommt einfach mehr Kosten und mehr Prozess zu. Also wir müssen das ja alles auch implementieren. Wir müssen die Systeme dafür schaffen. Wir müssen schauen, dass das alles reibungslos verläuft, dass man die Daten datenschutzkonform, wie sich's gehört, dann auch weitergibt, wie es das gesetzliche, sag ich mal, die gesetzlichen Vorgaben es auch vorschreiben. Da hat man schon erstmal nur einen riesen Aufwand, der auch einfach nur ein Kostenblock ist. Ja, das heißt, du brauchst mehr Leute, du brauchst Prozesse, du brauchst Abnahmen, gegebenenfalls brauchst du auch bei bestimmten Prozessen Beratung, wie es am besten aufgebaut werden kann. Das heißt, erstmal ist es halt ein Kostenblock. Langfristig glaube ich trotzdem, dass es gut ist, weil es natürlich zu einer Stabilität führt und zu einer gewissen Sicherheit auch beiträgt, das Rahmenwerk zu haben. Aber ja, es ist ein schmaler Grat, oder? Es ist immer zwischen auf der einen Seite diese Sicherheit, die wir brauchen für die institutionellen Investoren oder generell für viele Verbraucher einfach. Schön und gut, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite muss dieser Sektor ja auch atmen können, da muss sich weiterentwickeln können. Man braucht gerade für Startups oft ja auch Möglichkeiten, nicht so super kostenintensiv zu agieren, vielleicht, dass sie auch gestemmt werden können, überhaupt erstmal diese Hürden. Gerade so Richtung Asien, wenn ich da schaue, Richtung Singapur schaue, natürlich auch teils USA, wo dann einfach eine andere Wettbewerbsfähigkeit zum Teil gegeben ist, weil die nicht so eingeengt sind. Das ist so ein bisschen, ich möchte, dass in Europa auch mal große Player entstehen, dass hier die Innovation passiert. Und deswegen bin ich bei Mika immer sehr zweigeteilt. Bei allem. Auf der einen Seite verstehe ich die Regulierung zwar auch, aber ich sage auch, ey Leute, der Sektor ist immer noch sehr jung, bitte fasst ihn vorsichtig an. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es sind zwei Seiten der Medaille, die wir haben. Zum einen mal haben wir natürlich über die Mika diese klaren Rahmenbedingungen, die natürlich auch dazu führen, dass du institutionelle Kunden und Investoren hast, die sich jetzt mit der Materie und dem Umfeld beschäftigen und sagen, okay, für uns, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Jetzt können wir da reingehen. Auf der anderen Seite, Krypto stehst du im, das ist nicht Deutschland versus Österreich versus irgendwas, sondern wir stehen im globalen Wettbewerb um Innovation. Und je komplizierter du eine Regulatorik machst und je anspruchsvoller du die Hürden setzt, umso höher sind natürlich die Kosten, das zu tun. Es kann natürlich auch sein, dass sich der eine oder andere sagt,
das ist mir zu aufwendig. Ich setze mein Geschäftsmodell lieber in Asien auf, da muss ich weniger Anforderungen erfüllen. Das ist ein schmaler Grat, wie du sagst. Wenn wir uns mal die Zukunft anschauen, so ein bisschen, wir beide fest, einfach Krypto wird immer integrierter, es ist nicht mehr das Schmuddelkind, was am Rand steht. Und auch ihr bietet ja diese Verschmelzung an zum Teil. Das heißt, ich kann ja auch bei Bison meine Kryptowährung kaufen, aber eben auch ETFs oder Aktien und so. Und das sehen wir auch bei vielen anderen Playern, diese Tendenz einfach. Glaubst du, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren gar keinen Unterschied mehr haben, dass ich, glaube ich, heute bei meinem Wertpapierbroker, wo ich ja auch Aktien, Anleihen, ETFs kaufen kann, dass einfach nur eine weitere Produktgruppe praktisch ist? Oder glaubst du, es bleibt immer dieser Unterschied? Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Krypto und Digital Assets ein eigener Bereich bleiben. Ich meine, ja, wir haben die Wertpapiere eingeführt. Kundenseitig war die Nachfrage bei uns auf der Plattform eben da, dass der Kunde nicht die Plattform wechseln muss. Aber unser Core und auch der Fokus unserer Plattform und unserer ganzen Denkweise auf der Börse Stuttgart Digitalseite ist eben dieses Digital Asset Umfeld. Und auch da, glaube ich, wird die Entwicklung zukünftig sehr stark weitergehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt, nachdem wir ein paar mehr Monate vielleicht mit einem positiveren Marktumfeld haben, im DeFi-Bereich wieder sehr viel gehen wird. Du wirst auch sicherlich sehen, wie von Bitcoin der Shift dann mit Ethereum dann stärker in die Altcoins reingeht. Dadurch wird der ganze DeFi-Markt auch wieder aufblühen. Und dort wird es weitere Innovationen geben, wie du Geschäftsmodelle auch bauen und einsetzen kannst. Ist auch für uns tatsächlich wichtig, dass wir diesen Digitalfokus haben, und der ist für uns wesentlich wichtiger als jetzt der klassische Wertpapierteil. Mhm. Auf der anderen Seite hast du auch auf der klassischen, wenn ich jetzt gerade von klassischer Wertpapierseite aus spreche, da wird sich einiges tun, was die Infrastruktur angeht. Ja, also wir werden über kurz oder lang die nächsten 5 Jahre, würde ich jetzt schätzen, eine Veränderung der klassischen Finanzmarktseite sehen, hin zu einer Settlement-Lösung, Clearing- und Settlement-Lösung auf Blockchain-Basis, weg von den traditionellen Clearing- und Settlement-Mechanismen, die sehr teuer, sehr oligopolistisch oder monopolistisch heutzutage aufgestellt sind, insbesondere wenn es um Cross-Border-Settlements zwischen verschiedenen Ländern geht. Das ist sehr teuer, das ist, wie gesagt, monopolistisch aufgestellt. Das heißt, entsprechend hohe Gebühren fallen da an. Das kannst du viel effizienter über Blockchain abwickeln. Wir sind da an der Vorfront dran, auch im klassischen Markt Blockchain-Applikationen reinzubringen und klassische Finanzinstrumente zu digitalisieren und die dann eben digital auf der Blockchain zu settlen. Dort wird der Markt hingehen und wir werden zukünftig eben klassische Finanzprodukte digitalisiert sehen. Der Kunde wird, glaube ich, nicht super viel davon mitkriegen, ob der jetzt die digitalen Derivate oder strukturierten Produkte handelt oder die tokenisierte Anleihe oder die klassische. Da kriegt er nicht viel davon mit hinten, aber wird es wesentlich effizienter. Ja, ich meine, daraus kann man die These ableiten, dass dieses Konstrukt, ich habe eine Digital-Unit, wie bei euch, Börse Stuttgart Digital, die geht so ein bisschen voran, das Innovationstreiber, ich habe diesen größeren Konzern im Hintergrund, ist ja bei vielen anderen Gesellschaften auch der Fall, wie bei euch, und dass am Ende des Tages der alte Teil sich nach vorne orientiert, dass also die Effekte dann integriert werden in die alte Infrastruktur und wir dadurch den Wechsel auch sehen, also die Transformation im gesamten Finanzsektor durch diese einzelnen Units bei Vermögensverwaltungen, Banken, Börsen. Ist das etwas, worüber ihr auch im Gesamtkonzern sprecht, zu sagen, oder was du auch mitbekommst aus dem traditionellen Finanzbereich? Ja, natürlich. Also wir haben uns, und da ist, also die Gruppe Börse Stuttgart ist nicht, okay, die haben eine Digitalseite und eine Klassikseite und die reden nicht miteinander. Hier, wir sind eine Gruppe, es ist extrem eng verzahnt und das, was wir tun, insbesondere gerade wenn es um diese Clearing- und Settlement-Mechanismen auf Blockchain-Basis geht, dann betrifft das auch sehr stark die klassische Seite und wir machen da ja auch bei den ECB-Trials mit verschiedenen Bankenpartnern haben wir hier mit teilgenommen und Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere tokenisiert und dann auf der Blockchain abgewickelt, zusammen mit anderen Banken auch.
der ganze Sektor beschäftigt sich damit und wir wollen dann natürlich an vorderster Front mit dabei sein. Also die Börse Stuttgart Gruppe ist eine super innovative Gruppe und hat nicht einen innovativen Digitalteil, sondern das ist alles, sag ich mal, ein Guss und das ist auch das Schöne, warum es hier Spaß macht zu arbeiten. Gute Werbung für die Börse Stuttgart, war das gerade, Olli, wenn ihr gute neue Leute sucht, vielleicht finden ja sicher welche. Ich möchte aber gar nicht jetzt auch nur über die Börse Stuttgart mit dir sprechen, sondern auch vor allem über deine ganz persönliche Meinung. Du bist halt schon ewig im Space, ja, Krypto-Veteran, hast Bisoner gegründet, hast schon den einen oder anderen Krypto-Zyklus miterlebt, genau wie ich. Und da würde mich jetzt gerade so interessieren, was siehst du eigentlich jetzt in dieser Marktphase so für Narrative? Denn wir hatten 2017 die ICOs gehabt, dann kam irgendwann für die nächste Phase DeFi, es kam NFTs auf, ein bisschen Metaverse auf. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, ja, wir haben die Meme-Coins, aber das reicht mir einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ein bisschen AI gehabt, der dann auch rübergeschwappt ist, dieser Hype. Aber was kann denn für dich jetzt irgendwie so in den nächsten Monaten, auch nächstes Jahr, ist ja auch nicht mehr so weit entfernt, was können denn da so die Narrative sein, die dich interessieren, die dich triggern, wo du glaubst, da kommt was? Also erstmal glaube ich, dass wir dieses Mal einen ganz anderen Zyklus haben, als wir ihn in der Vergangenheit haben. Zum ersten Mal haben wir einen Zyklus, der nicht Retail-driven und Retail-basiert ist, sondern Institutional-basiert. Das heißt, das Geld, das gerade reinkommt, kommt nicht primär aus dem Retail-Umfeld, sondern kommt wirklich von größeren Institutionen. Und dahin, aus meiner Sicht, wird es auch so sein, dass da noch mehr aus diesem Umfeld kommen wird. Was gleichzeitig aber noch mehr den Retail-Trigger drückt. Also man sieht es ja jetzt schon bei uns auf der Plattform. Wir haben 500-600% mehr Handelsvolumen als die letzten Tage an solchen Tagen. Aber noch viel krasser ist, wir haben zum Teil 400-500% auch an Neukunden, Privatkunden, die jetzt auch in Krypto rein wollen, und das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, auch so weitergehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Vergleich zu damals zum ICO-Markt wollten ja alle alles Mögliche tokenisieren und dann zum Handel anbieten. Das hat aber so nicht funktioniert, weil die ganze Regulatorik gefehlt hat. Also die Gesetzesgrundlage in Deutschland beispielsweise mit dem Aktiengesetz hat auch gar nicht gepasst. Ich konnte gar nicht tokenisieren und das dann fraktionalisiert anbieten. Das kann ich mittlerweile, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Verfügbarmachung von so Real-World-Assets, also die Tokenisierung von Real-World-Assets und der Handel von Fractional Real-World-Assets, jetzt habe ich aber ganz viel Englisch benutzt, also... Es ist aber auch das schönere Wort. Ne? Also es ist so irgendwie, das nutzen wir ja auch immer, Reward Assets. Der Begriff ist so ein bisschen sehr konstruiert, finde ich immer. Damals haben wir gesagt, einfach nur die Tokenisierung 2019. Jetzt ist RWA so ein bisschen ein schöner neuer Begriff, auch für Tokenisierung. Aber dadurch, dass es BlackRock ja auch nutzt, immer. Ich finde immer so, wenn BlackRock das jetzt reinbringt, dann kann daraus was werden. Also das als Narrativ so ein bisschen der institutionellen Mal. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein großer Punkt sein wird. Und dann, ich habe es gerade schon mal gesagt, von DeFi hat man lange nichts oder nicht mehr so viel gehört, was hauptsächlich auch an fehlender Liquidität, aus meiner Sicht an fehlender Liquidität lag. Die shiftet sich gerade wieder um, raus aus Gold, raus aus sicheren Zinsanlageprodukten, mehr in riskantere Assetklassen rein. Du wirst einen weiteren Trend runter in den Zinsen kriegen. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass das DeFi entsprechend die nächsten Monate auch so ein Revival bekommt. Ja, ich finde es ganz spannend, vielleicht brauchst du gar nicht solche zig neuen Innovationen, die wieder hypegar sind, Metaverse ist so ein Beispiel dafür, sondern vielleicht ist es genau das jetzt, einmal dieser Makro-Trade vielleicht, der mir auch sehr stark, den bei Bitcoin vor allem auch, und natürlich wieder die ganzen Einflüsse, die darauf wirken, und zum anderen einfach diese Sache, vorher war es nur ein reiner Retail-Markt, die konnten nicht mitmachen und die haben ein Nachholbedürfnis. Und dass wir jetzt einfach sagen, erstmal diese Price-Action wird eben von Instis angetrieben. Am Ende, wenn die Kurse steigen, springt auch der Retail drauf ab, die mal als letztes dann drauf springen und dann auch verlieren am Ende. Es ist ja oft so, dass dann viele oben einsteigen und unten wieder aussteigen, leider. Auch wenn man es ja irgendwann mal besser wissen sollte eigentlich. Aber dass das vielleicht die ganze Erzählung ist. Die ganze Erzählung in den nächsten zwei Jahren ist Nachholeffekt und Reward Assets und that's it. Und Makro natürlich. Das, gut, also wenn Trump wirklich seinen Staatsfonds auf Krypto aufbaut, dann auf Bitcoin, dann hast du da
Ja, und vor allem, es kostet ja auch viel Geld, die ganzen Programme, die er plant, durch die Reindustrialisierung sozusagen. Das muss ja durch Banken vergeben werden, die Kredite. Und das heißt auch dann wieder eigentlich wieder eine Geldmenge müsste steigen, wenn wir diese Korrelation annehmen, dass sie besteht zwischen Bitcoin und der Geldmenge und Liquidität, dann wäre das ja wieder so ein typischer Treiber eigentlich auch irgendwie. Das wird halt spannend, was tatsächlich dann dort mit der Inflation passiert, weil er sagt ja zum einen Teil irgendwie Migration runter, Migranten raus, gleichzeitig soll ja auch irgendwie viel mehr dort produziert werden. Jetzt habe ich viel mehr, das produziert werden soll, mit viel weniger Arbeit, dann tendenziell werden die mehr Lohn verlangen. Ich habe mehr Liquidität, mehr Lohn, also dann komme ich in so eine Lohnpreisspirale rein. Das wird noch spannend. Aber das spannend. Ist eine super inflationäre Politik eigentlich. Haben ja auch schon viele Experten, auch Wall Street-Experten gesagt, dass sie da eher eine Inflation sehen. Ich glaube, der Zock ist hier vielleicht zu sagen, dass die deflationären Kräfte, die wirken, so groß sind, dass sie die inflationären überkompensieren. Was wir jetzt nicht wissen, das ist eine Spekulation natürlich, eine reine. Aber wir werden es sehen. Aber am Ende des Tages, auch bei einer höheren Inflation, gibt es auch andere Mittel, außer die Zinsen nochmal Geld ins System zu pumpen, vielleicht eben durch bestimmte Kreditprogramme zum Beispiel, die eben nicht an den Zins gekoppelt sind. Kreativität war ja noch nie ein Problem bei Noten und Staaten. Aber grundsätzlich vielleicht auch nochmal, würde mich interessieren, dein Blick auf den Kryptozyklus. Das heißt, du hast gesagt, der ist schon anders als die anderen, weil sonst hätten wir jetzt so in diesem vierten Jahr wären wir jetzt in dieser Hochphase, dieser Überhitzungsphase, die dann wahrscheinlich Mitte, Ende nächsten Jahres dann wieder in einen Bärenmarkt überschwingt. Ist das etwas, diese Metriken, diese Zyklik, wo du selbst nachgehst oder bist du da immer komplett offen und sagst, nein, Geschichte wiederholt sich wahrscheinlich nicht, ich bin offen? Also nochmal, wenn ich mir jetzt die letzten Zyklen anschaue, bleibe ich dabei, die waren alle Retail getrieben. Also die kamen hauptsächlich von privatem Geld, ja, das da reinfloss. Jetzt habe ich und dadurch, dass ich jetzt diesen anderen Zyklus habe, wo institutionelles Geld reingeht, ist was mich sehr interessiert, die uns durchaus bekannten Rücksetzer in den letzten Zyklen, die man immer gerne mitgenommen hat, und zwar um nachzukaufen oder um einfach auch mal zu sehen, wie sich der Markt entwickelt. Und du hast ja immer diese zum Teil krassen Rückgänge im Preis gehabt von diesen 20-30%. Interessant wird aus meiner Perspektive, wird es die in der Stärke, in der Art und Weise jetzt geben, wenn institutionelles Geld drin ist? Hat sich das schon so weit umverteilt, dass ich so große Whales habe, die nicht mehr diesen Einfluss spielen können? Ich habe nur noch täglich, glaube ich, 450 Bitcoin verfügbar, die neu entstehen und dem Markt zugebracht werden können. Das heißt, da entziehe ich ja dem Markt einfach die Möglichkeit auch, auf einen Großteil der Assets auch zugreifen zu können, den zu liquidieren. Und deswegen wird es für mich ein neuer Zyklus, den wir so noch nicht kennen. Deswegen würde ich auch keine Prognose sagen, das wird genauso laufen wie das letzte Mal. Und meine Hoffnung wäre, entgegen dem, was du gerade gesagt hast, dass jetzt nicht nächsten Sommer oder Herbst dann der Bärenzyklus wieder anfängt, sondern dass sich das Ganze etwas nachhaltiger gestaltet. Was ja auch, wenn so ein Trump anfängt mit seinen ganzen Programmen, auch Sinn machen könnte, weil das setzt ja nicht von heute auf morgen auf. Erstmal muss er die SEC irgendwie hinbekommen, sondern dann hat er ein paar Monate, dauert das ganze Setup so oder so. Das heißt, vor Mitte nächsten Jahres weiß ich gar nicht, ob da schon so viel passieren kann. Ja. Let's see, aber ich finde das noch sehr schöne abschließende Worte auch von dir zur Einordnung eben, dass wir auch gar nicht die Angst haben brauchen, dass es irgendwann diesen großen Crash nach unten gibt, so einen heftigen Bärenmarkt, sondern sich alles mehr stabilisiert eben, mehr normalisiert, ein bisschen gesünder dadurch vielleicht auch wird. Das ist doch ein schöner Ausblick irgendwie auch. Und daher würde ich sagen, Uli, es war mir ein Vergnügen mit dir, wieder mal ein Update zu machen, über die Dinge zu sprechen, die so bei euch passieren, wie du den Markt natürlich auch siehst, ist immer spannend. Und auch wenn euch dort draußen das Interview gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne auch ein Like oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder YouTube, je nachdem, ob ihr uns zuhört oder auch zuschaut. Das wird uns natürlich sehr, sehr weiterhelfen. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Uli, ganz, ganz sehr und freue mich aufs nächste Mal und euch allen draußen auch. Macht es gut und bis dann.